die Landeshauptstadt München, bayerische Metropole und Touristenmagnet. Unter weiß-blauem Himmel fand hier am 19. und 20. Oktober der 53. Bayerische Zahnärztetag statt. Tagungsort war wie auch im letzten Jahr das Westin Grand München. Mehr als 1.100 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kamen nach München, um sich zwei volle Tage lang über zahnmedizinische Themen zu informieren. Traditionsgemäß wurde der Zahnärztetag mit einem Festakt feierlich eröffnet. Gäste aus Politik und Standespolitik sprachen über das Zusammenspiel von Politik und Zahnheilkunde. Musikalisch führten Opera Brass durch den Abend, die Blechbläser der Bayerischen Staatsoper. Veranstalter des Zahnärztetages ist die Bayerische Landeszahnärztekammer. Doch in diesem Jahr gab es dabei eine Neuerung. Also die Neuerung bei diesem Zahnärztetag ist, dass wir wirklich in Kooperation mit der Schwesterkörperschaft in Bayern, nämlich der Kassenzahnärztinnenvereinigung, zusammenarbeiten und die jetzt weniger wissenschaftliche Themen belegen, aber dann doch Themen, die in der Praxisumsetzung vor allen Dingen auch für die Kassenpraxis sozusagen wichtige Akzente setzen. Also das ist eine tolle Mischung. Durch die Kooperation mit der KZVB wurde eben nicht nur über zahnmedizinische, sondern auch über Themen aus dem vertragszahnärztlichen Bereich referiert. Dabei ging es um die Abrechnung von Leistungen gegenüber Krankenkassen, aktuelle Anforderungen des Gesetzgebers oder Fragen der Qualitätssicherung und des Praxismarketing. Themen, die jedem Zahnarzt in der täglichen Praxisroutine begegnen. Die Bündelung der Kompetenzen von BLZK und KZVB ist aber auch ein politisches Signal. Ja, also der Sinn des Bayerischen Zahnärztetages hat zwei Komponenten. Zum einen, dass wir es von unserer Seite, von der Seite der KZVB, entsprechend fördern wollen, dass die Zahnärzteschaft sich fortbildet, sowohl im fachlichen Bereich als auch im vertragszahnärztlichen Bereich. Und zum Zweiten zeigen wir durch diese Kooperation die Einheit des Berufsstands nach außen und so, dass Politik und Krankenkassen und sonstige Player im Gesundheitswesen wissen, dass es mit uns nicht leicht Kirschen zu essen ist. Ja, wir unterscheiden uns da von der Ärzteschaft, die in vielen Dingen zersplittert ist. Die einzelnen Fachverbände gegeneinander arbeiten und da die beteiligten Player auf der anderen Seite ein leichtes Spiel haben, nämlich die einzelnen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Das wird bei uns in Bayern nicht funktionieren. Im Fokus des diesjährigen Programms die Implantologie. Im Rahmen des Fortbildungsprogramms kooperiert die BLZK für ihren Zahnärztetag jedes Jahr mit wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Diesmal konnte die BLZK den Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa sowie die Deutsche Gesellschaft für Implantologie Landesverband Bayern gewinnen. Das Motto des Zahnärztetages: Implantatprothetik im Team erfolgreich. In der Zahnheilkunde ist schon immer das Team was sehr Wichtiges gewesen. Verglichen mit anderen Disziplinen in der Medizin arbeiten schon immer die Zahnarzthelferinnen, die Zahntechniker, die Zahnärzte sehr eng zusammen. Nun ist die Implantatprothetik ein Fach, wo sich es manchmal noch unter den Zahnärzten aufteilt. Bei diesem Motto des diesjährigen Zahnärztetags war es uns eben auch wichtig, das Team der Ärzte darzustellen. Das versuchen auch die Referenten ein bisschen hervorzuheben, dass es dann eben auch des Zusammenspiels mehrerer Zahnärzte Bedarf und nicht nur ein Behandlungsteam im Sinne von Zahntechniker, Zahnarzt und Zahnarzthelferin. In den letzten Jahren hat die Implantatprothetik enorm an Bedeutung gewonnen. Die Ansprüche der Patienten sind gewachsen. Dementsprechend groß war die Bandbreite der Themen. Sie reichte von der richtigen Implantatpositionierung über den Einsatz von CAD/CAM-Technologie und das Zusammenspiel von Implantologie und Parodontologie bis hin zu prothetischer Versorgung bei älteren Patienten. Unter dem Motto Mehr Wissen, mehr Erfolg fand neben den Vorträgen für Zahnärzte parallel ein Programm für das zahnärztliche Personal statt. Wichtig für die BLZK, die Balance zu halten zwischen wissenschaftlichen und praxisnahen Inhalten. Also ich glaube, dass es hier sehr gut gelungen ist, einen Kompromiss zwischen Hochschule und Praktika herbeizuführen. Es sind einige sehr gute Referenten hier
verpflichtet worden, wenn man das so nennen darf, aus den Hochschulen und auch hervorragende Leute aus der Praxis, die in ihren Praxis hervorragende Prothetik machen und direkt den anderen Praktiker berichten können. Ein Novum in diesem Jahr: Der Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde in Bayern verlieh den Dissertationspreis, einen Preis für herausragende Dissertationen aus der Zahnheilkunde. Das Hilfswerk Zahnmedizin Bayern warb auf dem Zahnärztetag um Unterstützung. Ein Projekt unter der Schirmherrschaft der BLZK, das sich darum bemüht, ein Netzwerk von Zahnmedizinern zu bilden, die bereit sind, Patienten ohne Versicherungsschutz zu behandeln. Zwischen den Fortbildungen konnten die Teilnehmer die große Industrieausstellung besuchen. Auf 2 Etagen stellten etwa 70 Unternehmen ihre neuen Produkte vor. Wir als die Firma Blue Safety freuen uns sehr, hier an diesem Zahnärztetag der BLZK zum ersten Mal teilnehmen zu dürfen. Wir bieten hier unseren Kunden die Möglichkeit, die Beratung zu nutzen, um von uns RKI-konforme Wasserhygiene zu erhalten im Rahmen eines garantierten Hygienekonzeptes für Wasser aus der zahnärztlichen Behandlungseinheit, um entsprechend nachher eine Rechtssicherheit und auch einen sicheren Infektionsschutz den Mitarbeitern, dem Praxispersonal anbieten zu können. 2 Tage angefüllt mit intensivem Erfahrungsaustausch in bayerisch entspannter Atmosphäre. Auch der 53. Zahnärztetag ist erfolgreich zu Ende gegangen. Im nächsten Jahr steht das Thema Alterszahnheilkunde im Vordergrund. Sicher wird auch in Zukunft der Bayerische Zahnärztetag zu den wichtigsten Fortbildungsveranstaltungen in der Zahnmedizin dazugehören.